Ja Mensch, herzlich willkommen zurück bei Total War Warhammer hier mit Bordelot. Ja, ich bin zurück von der Gamescom, hab mir dort einiges angeschaut. Ein Video dazu ist bereits auch schon online, also falls ihr euch für meine Eindrücke von der Gamescom interessiert, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Link ist in der Videobeschreibung und es wird auch noch ein Video zu Total War Warhammer 2 kommen, um genau zu sein, ein Interview, das man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. wann genau das kommt, kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe, ich kriege das in den nächsten Tagen fertig. Und jetzt sollten wir uns aber lieber mit dem ersten Teil von Warhammer beschäftigen. Und mit dem, was wir hier machen wollen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir machen wollen, aber das werden wir schon irgendwie rauswerkeln aus der ganzen Geschichte. Ich denke, wir werden Grumzint angreifen, zumindest da mal hinmarschieren, weil die sind ja momentan noch mit uns im Krieg. Ansonsten, die anderen kriegerischen Parteien sind hier unten im Süden und naja, die mögen uns halt auch nicht so richtig und ansonsten ist hier noch einer, aber da kommen wir halt auch nicht direkt dran, glaube ich. Deswegen... Ah ne, da müssten wir einmal hier unten längs, das dauert Ewigkeiten. Und da brauchen wir vor allen Dingen... Ah, wir brauchen erstmal mit denen einen militärischen Zugang. Ich dachte, wir sind schon mit denen im Bündnis. Ah ne, Marienburg gehört ja noch Marienburg. Ich dachte, Dings hätte das schon übernommen. Vielleicht übernimmt das Imperium die auch. Mal sehen, wir werden es gleich wissen. Vielleicht latschen wir auch dahin. Je nachdem, was dabei so rumkommt. Was erforschen wir gerade? Wir erforschen gerade Bewässerungskanäle. Um Unterhalt unserer Armeen zu senken, wird irgendwo etwas gebaut. Hier wird gerade was gebaut. In Burg Artois wird nichts gebaut. Hier wird auch nichts gebaut. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen, was wir hier so an Geld zusammensammeln. Wir könnten den legendären Ritter ausheben, aber machen wir nicht. Wir gehen lieber eine Runde weiter, weil das ist das, was zählt. Ja. Wie gesagt, ich war auf der Gamescom. Es war sehr schön da. Ich habe den ollen Günther Shadow auch dort getroffen. Und ich kann natürlich nochmal hier einen kleinen, ein kleines Reveal machen sozusagen. Oder so einen kleinen Teaser. Ihr erinnert euch vielleicht an unser Rome 2 Projekt, das wir irgendwann mal gestartet haben und dann irgendwann nicht weitergemacht haben. Da sind Aufnahmen schon wieder im Gange. Wir wollen bloß etwas vorproduzieren, damit, falls wir irgendwie ausfallen zwischendurch, dass wir das immer noch raushauen können. Also wir sind da schon dabei und es kommt dann irgendwann bald auch. Wann genau wir das machen, wissen wir noch nicht. Wir müssen uns nochmal entscheiden, wie viele Parts wir vorab entwickeln lassen. Der Dreizack des Mannern, was war da? 10.000 müssen wir am Anfang eine Runde haben. Wir könnten da jetzt drauf warten, was war hier? Frieden verhandelt, Bau abgeschlossen, Lauerer entdeckt. Ungroll Steinherz, wir haben Steinkraft der Fraktion Röhrer bei einem Versuch im Hinterhalt in Burg Carcassonne. Was? Oha. Wir wollen Burg Carcassonne eingreifen. Aber Burg Carcassonne ist ja gut verteidigt, von daher, da müssen wir nicht einschreiten in den Bums hier. Macht der auch gerade... Huch, was habe ich jetzt getan? Falsche Tasten gedrückt. Ah, hier, Kamera gedreht. macht der hier gerade schon seinen Bums rein in die Kontrolle? Charaktere plus 6. Also ja, macht er. Generell ist die Zufriedenheit gerade bei plus 4. Steuern ist nicht gut, Gebäude ist nicht gut. Und es ist hier quasi so auf dem Nullpunkt, wenn er nichts mehr macht, dann verlieren wir da schon was. Wachstum läuft aber. Haben aber wie viel Überschuss? 5. Hier brauchen wir 4 Überschuss für. Bevölkerungsüberschuss ist auf maximaler Kapazität. Das heißt, wir machen jetzt mal lieber den Steuersatz höher. Dann können wir mehr Geld kriegen in dieser Provinz. Weil wenn wir nichts mehr dazu kriegen, bringt uns das, auch das Wachstum nichts mehr. Das ist ja wohl klar. Passiert eigentlich, wenn wir hier unsere Armee rausziehen, dann sind wir auf minus 6, was die Fröhlichkeit angeht. Wir marschieren mal mit der Armee hier hoch. Mit der Armee können wir ja runterlatschen. Ist dann ja gar nicht so das große Problem. Wie sieht das hier aus? Hier haben wir noch den Steuersatz drin. Hier haben wir einen Bevölkerungsüberschuss von 4. Da kriegen wir auch immer noch was dazu. Und da wir sowieso nur eine Stadt hier ausbauen können, wir haben halt kein Geld dafür, sonst könnte man das halt einfach machen. Aber das ist ja nicht so wild.
Aber scheinbar brauchen wir hier gar nicht hingehen. Wir brauchen wahrscheinlich einfach nur hier mal nach da. Das ist halt problematisch. Wir haben halt jetzt keine großen Gegner mehr hier direkt bei uns rumstehen. Sondern halt hauptsächlich irgendwelche Verbündeten. Mit denen wir nicht unbedingt Kriege anfangen müssen. Können ja hier mit dahin latschen, theoretisch. Oder die hier angreifen. Ich weiß auch nicht mehr genau, welche Fraktion man hier quasi angreifen könnte. Um dann deren Städte zu übernehmen. Weil ich würde ja gerne hier diese anderen Ländereien hier auch noch mit so einer, mit so einem, wie hieß das? So einer Konföderation bestechen sozusagen oder einnehmen. Das wäre halt ganz nice. Bastogne hatten wir, glaube ich, noch nicht überzeugt. Vasall werden können wir noch machen. Wir können aber sonst mal Marienburg anschnacken, ob die uns militärischen Zugang geben. Militärischen Zugang, Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und dann wollen wir noch eine Zahlung einfordern in Höhe von 500 vielleicht. Ich kann es nicht eingeben. Hallo? Ah, ich habe Großschrift drin, deswegen wird es nicht eingegeben. Ist immer noch hoch. Zahlung vielleicht 1000. Ist moderat. Dann machen wir doch lieber 700 draus. Jawohl. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nichts ausgegeben dafür. Ne, haben wir scheinbar nicht. Ha, sehr gut. Das ist immer meine größte Gefahr. Oder meine größte Angst, dass wenn wir irgendwo was verhandeln, dass wir dann halt das Problem haben, dass wir plötzlich, Greetings from Sigma. Dass wir plötzlich Geld ausgeben, anstelle Geld einzufordern. Ja, mit Britonia mögen sie nicht, mit Imperium. Wir sind eine große Macht, das finden sie auch nicht so geil. Aber wir haben immerhin was hingekriegt. Wie sieht das hier aus? Können wir nicht Angriffspakt machen? Abgelehnt! Ich möchte ja die Waldelfen nicht hier... Abgelehnt! Auch, ja okay, da war es eigentlich klar. Das mögen die nicht. Abkommen mit Carcassonne, Abkommen mit Pavaron und Abkommen mit allen. Paravon. Es ist halt ungünstig, dass wir die hier haben. Eigentlich müssen wir Estalia mal angreifen. Einfach mal hier hinmarschieren und die da angreifen. Das wäre, glaube ich, das Beste. Dann kriegen wir hier auf jeden Fall mit Pavaron ordentlich Bonuspunkte, dann können wir die noch mit einnehmen, dann haben wir wieder eine kleine Provinz hier zusammengekriegt, dann können wir diese Provinz hier übernehmen und dann haben wir bald ein riesiges Reich, wenn wir irgendwie dann noch, nicht Bordeaux, sondern hier Bretonia unter unser Banner vereinen können, das wäre halt auch geil. Ansonsten müssen wir mal gucken. Wir können noch eine Einheit theoretisch ausbilden, dann müssen wir mal gucken, was wir da nehmen. Wir haben Reiter hier, wir können Bogenschützen, haben wir auch ordentlich was. Nahkämpfer war eigentlich auch ganz gut. Aber vielleicht auch noch so eine kleine Kackreiterarmee hat. Die hat natürlich nicht sehr viel Bums hinter sich hängen. Warten wir hin. Wir haben halt hier den Tristan Le Beau. Während hier Pauco de Paranormal unterwegs ist. Dem wir aber kein Pferd gegeben haben, wie gesagt. Und Pauco hat sich schon beschwert in den Kommentaren, dass wir das nicht gemacht haben. Apropos Kommentare, wundert euch nicht. Zu den Waffen, was ist passiert? Die Waldelfen greifen Carcassonne an. Dann treten wir den Krieg doch mal bei. Apropos Kommentare, ich öffne mal in meiner YouTube-App oder meiner YouTube-Studio-App kurz die Kommentare vom letzten Part, damit wir da eventuell noch einen Anstoß haben von dem, was ich sagen möchte. Nein, da ist nichts Besonderes drin in den Kommentaren, was man da brauchen kann. Sollen wir ein paar berittene Bogenschützen holen und sowas. Ja, was passiert jetzt hier? Krieg beitreten gegen Estalia. Estalia ist das hier unten, ne?
Ja, machen wir. Angebot angenommen. Das haben wir ja sowieso vor. Deswegen sind wir auch unterwegs. Burg Carcassonne wird wahrscheinlich gleich... Marienburg wurde vernichtet. Da haben die doch die weggebumst. Das Imperium. Ich dachte, die wollen Grunzint angreifen. Naja. Das bringt Marsch. Rekrutierung, Vitalität. Das wird wahrscheinlich auch ausgeschaltet dann. Wir müssen halt noch ein bisschen hier marschieren. Bis wir da sind. Ah, Tristan Lebeu ist nochmal ein Level aufgestiegen. Rekrutierungskosten würden gesenkt werden. Das wäre auch geil. Belagerungszeit, aber Rekrutierungskosten. Lokale eigener Region. Das heißt, da wo er rumschillt, da kriegen wir günstigere Einheiten. Das können wir bis zu 15% machen. Alter Schwede, das wäre ja richtig geil. Dann machen wir das doch mal. Valiant Lord. Zwei Runden noch, bis das erforscht ist. Es wäre geil, wenn das Imperium die wegschnetzeln könnte. Dann wäre ich einfach entspannt hier. Dann müsste ich damit nichts mehr. Dann habe ich damit nichts mehr am Hut. Wie sieht es aus mit Pavaron? Konföderation beitreten. Moderat. Ich möchte das bei Moderat noch nicht versuchen, weil dann treten sie bei und dann habe ich gleich wieder einen Arsch voll Probleme am Hals. Fahrende Ritter sind auf jeden Fall am Start. Berittene Freibauern, Bogenschützen. Ja, mit den Flammenbogenschützen wären vielleicht ganz cool. Ah, wir können hier was bauen. Wir können unsere Dings wieder aufrüsten. Das machen wir auch erstmal. Das kostet jetzt nicht so viel, als dass wir da großartige Verluste einfahren. Einfahrende Händler. Haha. Versteht ihr? Ach, naja. Sieht ganz gut aus bisher. Das ist ein relativ langweiliges Startprozedere, weil wir halt tatsächlich ziemlich gut am Start sind. Gegen Skelliger sollen wir den Krieg beitreten. Na schön, Britonia, was? Ich würde gerne dafür aber 500 haben. 200 wollen sie mir geben, dann wollen wir 300. Angebot wurde angenommen. So, jetzt haben wir nochmal wieder Geld rausgeschlagen mit dem Krieg gegen eine Fraktion, die sowieso ein bisschen weiter weg ist. Wie weit die laufen? Hallo? Laura entdeckt. Und dort hinten auch. Wie hat er die denn entdeckt? For the Lady. May the Lady be upon us. Wir holen uns den. Attack. Wie können wir eigentlich hier einen Helden rekrutieren? So einen. Eine Maid? Nee, Paladin? Nein. Pferdestation. Huch! Nein, 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 ist alles gut. Einen Helden rekrutieren. Pferdestation. Okay, ne, haben wir auch nicht am Start. Wir können aber hier die Sachen aufbauen. Das ist eine Taverne. Oder eine Kaserne. Bah, pardon. Da musste ich aber kurz aufstoßen. ja, muss ich auch nichts machen. Ich glaube, das Geld sparen wir jetzt nochmal. Wir bauen noch nicht die Taverne. Wir haben sowieso genug Kontrolle in dieser Region. Von daher lohnt sich das jetzt erstmal nicht. Gralspilger. Als Reliquie, Unterstützungsinfanterie. Was ist das denn? Da gucken wir uns doch mal in der Dings das mal an. Ach so, das ist so ein Ding, was da aufs Schlachtfeld getragen wird, okay. Wir sind unterwegs. Porco de la Paranormal. Fähigkeiten. Ach so, seinen Schlachtraus kann er ja noch nicht kriegen. Aber kriegt er, sobald es möglich ist.
Militärisches Bündnis mit Carcassonne. Jawohl. Geht ab. Oh oh, plötzlich sind die aufgetaucht hier, die Grenzgebiete hier. Ach so, weil die Armee da drin ist. Lord of plündert und brennt alles nieder, was ihr hier findet, mächtiger Herr. Was wollen die denn jetzt Dieses hier? Dieses Land eignet sich nicht als Siedlungsort eures Volkes. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, gegen, wenn wir so die Goblins oder Orks angreifen, dann bringt uns das nichts. So. Und jetzt könnten wir hier die Stadt ausbauen. Das wäre natürlich geil. Machen wir auch. Komm. Wobei die Aufgabe wäre, 10.000 am Anfang zu haben. Und es bringt uns... Steht da nicht. Wir müssen halt 5 Runden noch warten, bis das soweit ist. Und das bringt uns in 5 Runden halt... Na, dann sind wir aber auch wieder auf 5.000, wenn wir das machen. Von daher, komm, ist egal. Machen wir. Machen wir. Wir könnten jetzt auch noch in die Marschvorrichtung gehen, dann greifen die uns aber an und dann haben wir ein großes Problem. Wahrscheinlich laufen sie gleich wieder runter, aber egal, wir gehen jetzt hier einfach längs und versuchen die zu kriegen. Und nach unten halten die hoffentlich auf. Das wäre ja was. Wo ist eigentlich die Karte? Da ist die Karte. Gut, Runde weiter. Come on. Ich will, dass jetzt hier mal wieder eine Schlacht am Start ist. Estalia marschiert weiter nach oben. Okay. Also zumindest mit dem Typen. Und die Armee läuft tatsächlich wieder runter. Ich glaub's ja nicht. Und da sind die Schädelquetscher unterwegs. Wag der Halbmonde. Bewässerungskanäle wurde erforscht. Wollen mich hart verarschen, glaube ich. Könnte die Einheit von Pavaron nicht einfach da drin bleiben, dann wäre das okay alles. Das können wir alles nur bauen, wenn wir da die richtige Stufe haben. Hier gehen wir mal auf die Industrie, glaube ich. Kann uns dann dementsprechend auch egal sein. Ihr müsst erst euer Hauptsiedlungskettengebäude bauen. Bauen wir erstmal das Ding. Honor before glory. Armored in faith. So, was würde der eigentlich machen, wenn der hier draußen ist? Würde der die Gegend motivieren oder nicht motivieren? Ich weiß es nicht. Bastogne oder Bretonia? Bastogne oder Bretonia? Bastogne. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Pavaron? 224. Okay, ich habe es tatsächlich wieder gemacht. Super. Bauernwirtschaft, Konföderation, jetzt gehört uns das Bumsding hier. Jetzt haben wir ein kleines Problem, jetzt sind wir mit dem da nicht im Krieg, aber... Lord of Bretonia. I go thither. Lord. Wir haben noch geht's. Noch funktioniert das Problem relativ gut. Wir haben da einigermaßen gute Strukturen sozusagen. Ritter des Imperiums, Schützenreiter, also die haben auch ganz nice Einheiten eigentlich. Armbrustschützen, aber wir können das für die Runde jetzt erstmal auf. Ein Erlass können wir ja auch noch machen. Jawohl. Dann machen wir doch mal den Steuersatz höher. Kriegen wir da noch Cash raus. Was haben die hier eigentlich gebaut? Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben jetzt tatsächlich hier noch eine Sache mit denen gemacht. Das heißt, wir müssen nur Bastogne dazu holen. Dann haben wir das nächste große Pünktchen hier am Start.
So, wir haben hier Speerträger mit Schilden, Armbrustschützen und Schützen auf Pferden. Aber wir haben eigentlich auch eine ganz gute Armee, würde ich jetzt mal spontan sagen. Wir haben zwar einmal Bauern, aber das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Aber ich denke, das schaffe ich jetzt in diesem Part nicht mehr. Deswegen sieht man sich im nächsten Part mit dieser Schlacht wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.